Herr Böhringer, vielen Dank, dass Sie heute dem Deutschlandkurier hier in Berlin für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Meine Kollegin Silke Schröder und ich möchten mit Ihnen über die morgen hier in Berlin anstehende AfD-Großdemo sprechen. Diese Demo ist angekündigt unter der Devise Unser Land zuerst gegen Horrorinflation und Energiepreisirrsinn. Sie sind Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, AfD-Abgeordneter. Warum ist aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit gegeben, dass morgen hier in Berlin diese Großdemonstration stattfindet? Ich denke wirklich, dass die meisten Menschen es intuitiv spüren und demnächst auch finanziell im Geldbeutel spüren, wenn sie es nicht jetzt schon getan haben. Sie wissen, dass hier etwas unrund läuft. Sie wissen, dass die Energiepreispolitik unglaubliche Folgen haben wird für fast alle Haushalte, für fast jeden Bürger. Und das nimmt Ausmaße an, die einerseits unerträglich werden und zu Massenverarmung, Verelendung und Massenarbeitslosigkeit führen werden. Vielleicht kommen wir ja gleich noch dahin. Und zum anderen auch Politik gemacht sind. Und ich glaube, auch das spüren die Menschen. Aber wir wollen das noch ein bisschen als Katalysator natürlich für die Menschen aufbereiten. Jeder Protest braucht irgendwo einen Nukleus, einen Kristallisationspunkt, an dem das losgeht. Und wir sind jetzt auch nicht die Ersten. Überall in der Republik laufen diese Demonstrationen, aber wir wollen das nochmal aufzeigen, was wir seit Jahren sagen und was jetzt an diesen Punkt geführt hat. Ja, Sie sagten gerade, die Menschen werden es zeitnah spüren. Wer es schon spürt, ist der Mittelstand. Ganz konkret ist ungefähr bereits ein Viertel aller Betriebe in ihrer Existenz bedroht. Und die Energieeinsparungen, die jetzt schon sichtbar werden, sind nicht auf gesteigerte Effizienz, sondern einfach auf Produktionsrückgang und Stopp zurückzuführen. Sehen Sie uns auf dem Weg bereits in eine Deindustrialisierung, die wir nicht mehr zurückgedreht bekommen, selbst wenn wir wollten oder den Schalter umlegen würden? Oder was kann uns noch Hoffnung machen? Ja gut, also so hart das jetzt klingt, wir sind auf diesem Weg und wir sind schon mittendrin auf diesem Weg. Man kann immer alles umdrehen noch, aber auch nicht ewig. Es gibt Dinge, die hier im Moment auf dem Weg sind und wenn die noch ein halbes Jahr weitergehen, dann werden sie irreversibel. Und das ist das Problem. Ich bekomme auch diese Briefe von Verbänden, aber teilweise auch von Einzelunternehmen, sogar von Privatpersonen. Das sind inzwischen Hilfeschreie von Verbänden. Erst heute hatte ich wieder ein Schreiben von drei eigentlich konkurrierenden Verbänden aus der Abfallwirtschaft, die sagen, bei uns gehen alle Lichter aus, alle werden in die Arbeitslosigkeit gehen, wenn die produzierende Industrie nicht gerettet wird. Das sind deren Abnehmer an dieser Stelle. Aber das ist auch für uns von elementarem Interesse, ein Land ohne Abfallwirtschaft. Was meinen Sie, wie es hier aussieht, wenn das hier so weitergeht? Und wie gesagt, das spüren die Menschen. Und die Hoffnung kann man auch machen. Deshalb gehen wir auf die Straße. Ich sage immer, also wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen, dann leben wir irgendwann dort. Und das ist genau der Grund. Wir sind natürlich schon eine Minute nach 12. Die Optimisten sagen 12:05. Aber das, was hier im Moment braut, ist noch schlimmer als die Corona-Misere. Und die war ja schon teuer genug. Ich bin ja auch satirisch angefragt worden. Die Summen, um die es diesmal geht, werden noch größer sein als die 200 bis 300 Milliarden, die allein im Haushalt an Schulden aufgenommen wurden. Es ist jetzt schon sicher, wir reden kommende Woche über ein Paket, das heute auf meinen Tisch kam und auch noch nicht mal ausformuliert, von wahrscheinlich 250 Milliarden. Und ich sage Ihnen, es wird nicht möglich sein, die Schäden, die diese Energiepolitik produziert, mit Haushaltsmitteln zu kompensieren. Es ist schlichtweg zu viel. Es geht nicht. Deshalb muss man es ursächlich angehen. Deshalb müssen wir auf die Straße gehen. Diese Pflaster, die die Regierung jetzt aufklebt, auch wenn es 250 Milliarden Pflaster sind, sind am Ende ja auch dieselben Leute. Ob man es jetzt über die Energierechnung, die Strompreis-Gaspreisrechnung zahlt, die Mittel, oder ob man sie am Ende über die Steuern zahlt, ist ja für die meisten Menschen egal. Und deshalb, man kann dieses Problem des Angebotsschocks im Energiemarkt nur ursächlich lösen. Sprechen wir nochmal über die Demonstration morgen konkret. Wir hoffen, dass alles friedlich bleibt. Wir hoffen, dass vielleicht auch ein Zeichen gesendet wird, dass die bürgerliche Mitte des Landes auf die Straße geht. Aber seit Monaten versucht insbesondere die SPD-Innenministerin Faeser, Demonstranten zu kriminalisieren. Einige Ampelpolitiker schließen sich da an, die Mainstream-Medien blasen in dasselbe Horn. Es wird kommuniziert, dass Proteste gegen die Inflation und gegen die Energiepreise in die rechtsextreme Ecke gestellt werden könnten. Beeindruckt Sie das?
Ein Stück weit muss einen das beeindrucken, denn es ist verfassungsrechtlich eine Frechheit. Es ist ein absolutes Grundrecht, was die Bürger und auch wir hier in Anspruch nehmen. Es kann nicht sein, dass schon prophylaktisch, und genau wie Sie sagen, ist das ja schon vor Monaten passiert, von Frau Faeser, auch von Herrn Haldenwang gesagt wird, das werden garantiert rechtsextreme Proteste. Und überlegt, mit wem er da auf die Straße geht. Das ist unerträglich, dass diese Drohungen, das sind ganz klar Drohungen in den Raum gestellt werden, aufkommen. Und wir haben in den letzten Wochen auch gehört, dass der Verfassungsschutz Fake-Accounts im Internet betreibt. Da muss man dann doch auch Sorgen haben vor realen Agent-Provokateur. Ich spreche das offen aus, weil es vorgekommen ist, weil es immer wieder vorgekommen ist, weil es Beweise gibt dafür, dass der Verfassungsschutz das macht. Und davor ist man natürlich nie gefeit, dass einer die falsche Flagge rauszieht. Ich erinnere mich an Corona-Demonstrationen, an denen nachgewiesen wurde, und das ist ruhig sendefähig, das ist beweisbar, dass vom Staatsschutz Reichsflaggen in eigentlich schwarz-rot-goldene Demonstrationen reingetragen wurden. Nagelneu, frisch geprägte, und es wurde nachgewiesen. Solche Dinge können immer passieren, man kann sich dagegen nicht schützen. Es kann auch von linker Seite zu Aktionen kommen. Ich rechne durchaus auch mit Störaktionen, die über das klassische Gegendemonstrationsgeplänkel hinausgeht. Aber ja, trotzdem wird der Mittelstand kommen. Wir haben es ja eben gehört, er ist der Betroffene. Es kann natürlich sein, dass die Betroffenheit noch sichtbarer wäre und sein wird, wenn dann wirklich eines Tages das Gas und vielleicht der Strom ausgeht im Januar, Februar, März nächsten Jahres. Aber man sollte nicht zu spät auf die Straße gehen. Es ist jetzt, glaube ich, schon der richtige Zeitpunkt. Manche tun es ja schon länger. Wir tun es morgen, und ich fürchte, es wird vielleicht sogar ungesteuerte Demonstrationen im Winter noch geben. Das kann man alles nicht ausschließen inzwischen. Ja, Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin, hatte Anfang der Woche ja zum Tag der Deutschen Einheit die Montagsdemonstrationen gewürdigt und hatte in diesem Atemzug dann auch noch mal zum Besten gegeben, dass das natürlich sich nicht auf die jetzigen Demonstrationen beziehen würde, die sie für zynisch und geschichtsvergessen halten würde. Was würden Sie dazu sagen? Es gibt wirklich Sprüche von Claudia Roth, die ich gar nicht mitbekomme. Also den höre ich jetzt zum ersten Mal. Geschichtsvergessen. Es ist, wir versuchen hier Geschichte, und zwar negative Geschichte, zu verhindern. Das ist einfach ein völlig normaler Vorgang. Zunächst mal sind das materielle, monetäre Sorgen, Existenzsorgen, und die sind absolut berechtigt, das wissen wir heute schon. Der volkswirtschaftliche Schaden nur im Energiebereich, die Mehrkosten gegenüber, sagen wir, dem Vergleichsjahr 2020 vor Corona, sind 300 Milliarden Euro pro Jahr. Und das wird jetzt künftig jedes Jahr anfallen. Das ist praktisch ein Bundeshaushalt nebenher nochmal. Wer soll das zahlen? Und das sind die Folgekosten in einer final, endgültig, irreversibel abwandernden Industrie oder von den vielen, vielen hunderttausend Betrieben, die einfach aufgeben werden. Es gibt Insolvenz, auch wenn Herr Habeck das bestreitet. Die sind noch gar nicht eingerechnet. Blackout-Folgen sind natürlich erst recht nicht eingerechnet. Also da reden wir von völlig unkalkulierbaren Größenordnungen, weil hier dann Anarchie auf der Straße herrscht. Also ich will das jetzt heute nicht sagen. Ich glaube, dass es verhindert werden kann, gerade noch für diesen Winter. Aber naja gut, die Regierung tut ja schon einiges. Es ist ja nicht so, dass sie gar nichts tut. Man hat die Speicher gefüllt, man wird Kohleverstromung wieder hochfahren, zumindest temporär, obwohl es ja böse ist. Das Ganze ist ja hausgemacht über viele Jahre mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und der CO2-Klimareligion. Das hat uns ja erst in die Situation gebracht, dass wir viel zu wenig Redundanz haben im Energiesystem und dass wir viel zu wenig Reserven haben, so dass das Gasproblem überhaupt jetzt so zuschlagen kann. Und was die Grünen auch gerne vergessen, sie selbst waren schuld, dass an der russischen Abhängigkeit vom Gas, das funktioniert nämlich so, dass die erneuerbaren Energien, Wind und Solar, alle ein Backup brauchen, das schnell verfügbar ist, weil sie halt nun mal in der Nacht nicht so funktionieren, besonders wenn kein Wind weht. Also die grundlastfähige Energie. Die sind nicht grundlastfähig, die erneuerbaren Energien, und dann braucht man eben ein schnell immer funktionierendes System, das waren die Gaskraftwerke, und deshalb ist die Gasabhängigkeit gerade in den letzten Jahren, als die erneuerbaren Energien hochgefahren wurden, automatisch, und hat niemand befohlen, das war eine betriebswirtschaftliche und physikalische Notwendigkeit, ist dann immer wichtiger geworden. Und daher kommt die hohe Abhängigkeit. Die Grünen sind schuld letzten Endes, und die Fridays for Future Menschen an der Abhängigkeit von Russland, genau das, was sie jetzt beklagen. Und das ist alles völlig irrational, was hier läuft. Wie geht es Ihrer Meinung nach mit dem Thema Kernkraft weiter? Ja, kommt jetzt darauf an, wen Sie fragen. Also die AfD, ich fange mal da an der Stelle von vorne an. Wir haben uns da auch nicht ganz leicht getan, weil die Technologie der 60er, 70er, die in Deutschland ja immer noch läuft, ist nicht ganz risikofrei. Und auch die AfD war nicht uneingeschränkt die Hurra-Patriotismus-Schreierin bei der Kernkraft. Inzwischen hat sich die Welt aber erheblich weitergedreht. Es gibt eine neue Generation an Kernkraft, die praktisch rückstandsfrei, endlagerungsfrei funktioniert. Und
absolut sicher ist, da kann so gut wie nichts passieren. Man müsste nur dran forschen, beziehungsweise die Forschung ist auch gelaufen, wenn auch nicht in Deutschland. Es gibt diese Reaktoren bereits und die könnte man weiter forschen. Man könnte sie auch halbwegs zeitnah in Betrieb nehmen. Das wird uns nicht 2023, 2024 helfen, aber mittelfristig schon. Wir fordern das schon seit 7 Jahren, das ist AfD-Politik. Die CDU fordert es heute auch, irgendwie zumindest mal das Weiterlaufen lassen der Kernenergie und vergisst völlig, dass Merkel und Söder 2011 und 2013 die letzten Meiler praktisch abgeschaltet haben, beziehungsweise den Abschaltprozess gestartet haben. Also es ist ja eigentlich ein Wunder, dass wir jetzt gerade in den letzten Wochen noch überhaupt noch 3 Kernkraftwerke haben. Das ist reiner Zufall, dass es gerade jetzt in dieser Situation passiert, die man noch weiterlaufen lassen kann. Wenn diese Krise mit Russland 1 Jahr später passiert wäre, hätte man selbst diese Option nicht mehr. Also die CDU hat es jetzt verstanden, zumindest mal das Weiterlaufen lassen. Habeck hat es immer noch nicht verstanden. Es geht halt gegen die Gründungsmythos der Grünen, gegen Kernenergie zu sein oder gegen Atomenergie, okay. Aber inzwischen hat sich die Welt weitergedreht. Es ist, natürlich würde es unser Problem weitgehend lösen. Es ist sehr günstiger Strom, es ist sehr vielfältig verfügbarer Strom. Und über das Stromproblem wird auch das Gasproblem ein ganzes Stück weit gelöst, weil man das Gas dann nicht mehr verstromen muss. Also es ist ein wichtiger Aspekt und die CDU spielt hier ein ganz heuchlerisches Spiel. Sie war die Schuldige daran, gar nicht mal so sehr die Grünen, sondern vor allem die Union, die das Thema Kernkraft eigentlich beendet. Sie haben das Thema Russland gerade selbst angesprochen. Wie stehen Sie persönlich zu den aktuellen Russland-Sanktionen? Tja, also ich teile die Meinung auch der AfD insgesamt, dass Sanktionen, die uns selbst schaden, nicht die letzte Lösung sein können und uns selbst viel stärker schaden als Russland schaden. Wirtschaftlich ist diese Aussage korrekt. Russland hat einen gigantischen Außenhandelsüberschuss. Sie müssen viel weniger Energierohstoffe, Öl, Gas, Kohle und so weiter verkaufen zurzeit, auch Uran übrigens, als sie vorher verkaufen mussten, um den gleichen Umsatz zu erzielen, weil einfach das sich massiv verteuert hat. Das Gas hat sich gegenüber von vor 2 Jahren verzehnfacht im Preis. Daher kommen die riesigen Überschüsse. Es ist zwar richtig, dass Russland im Moment wenig damit anfangen kann, weil sie von den Märkten weitgehend abgeschnitten sind. Das stimmt. Es gibt auch Sanktionen, die vielleicht sogar ein Stück weit Sinn machen. Aber wir schaden uns definitiv am allermeisten. Und Deutschland hat die höchsten Stromkosten der Welt, weil wir die dümmste Energiepolitik der Welt machen. Die anderen sanktionieren Russland nämlich gar nicht so sehr. Gerade die großen Schreihälse, die USA, importieren unglaublich große Mengen an russischem Energierohstoff. China tut das. Wir tun es indirekt über Arbitragegeschäfte um den ganzen Globus übrigens auch. Massenhaft. Also wir verbrauchen hier, auch die grüne Ampelregierung verbraucht eine Menge russische Rohstoffe zurzeit, importiert sie, ohne dass sie so deklariert sind, diese Rohstoffe. Also auch das ist reine Heuchelei. Man weiß, dass es am Ende nicht ohne russische Rohstoffe geht. Zumindest nicht ansatzweise um die Preise, die wir gewohnt waren. Und das ist unser Wohlstand, der davon abhängt. Und unser Wohlstand sichert ja auch, dass wir in der Lage sind, sehr, sehr viel unseres Bundeshaushalts, ich glaube etwa 37% für Soziales auszugeben. Wenn wir jetzt zunehmend weiter unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wie sollen wir diesen Monsterposten im Bundeshaushalt weiter stemmen können? Tja, da gilt die triviale konservative Aussage, man kann nur verteilen, was man vorher erwirtschaftet hat. Und wenn wir weniger wirtschaften können, dann ist das die asozialste Politik, die man sich vorstellen kann. Gerade die Armen werden zuallererst runterfallen und diese sogenannten Armen geht weit bis in den Mittelstand rein. Diese Prognose wage ich. Es ist ja auch keine schwierige Prognose, wenn hier massenhaft Arbeitslosigkeit kommt, weil die Unternehmen schlichtweg nicht mehr wirtschaften oder ganz aufhören. Und es ist fast alles energieabhängig. Das wird immer noch massiv unterschätzt, dieses Thema. Unser Wohlstand ist fast 1:1 korreliert mit günstiger, massenhaft verfügbarer Energie, wie wir das jetzt 100 Jahre lang hatten. Und wenn das jetzt endet, und wir reden von einer Verzehnfachung bei Gas und beim Strompreis in 2 Jahren, Verzehnfachung, ja. Und daher kommt die Inflation, die noch nicht mal ihre Spitze erreicht hat. Wir können ja ganz andere Inflationszahlen sehen. Womit rechnen Sie im nächsten Jahr beispielsweise? Naja, das ist natürlich auch ein Stück weit Psychologie und man muss auch sehen, wie der Krieg sich weiterentwickelt. Man könnte die Energie, also gerade die Gaspreise, über Nacht runterbringen, wenn man nur andeuten würde, dass man den intakten Strang von Nord Stream nutzen würde. Oder auch, wenn man sagen würde, wir finden eine Friedensverhandlung, wir finden einen Weg, diesen Krieg zu beenden, wenn dann die Kriegsprämie, die Spekulationsprämie rausgeht aus dem Markt, sind sie über Nacht, das dauert keinen Tag, 50% tiefer in den Gaspreisen. Aber es muss halt irgendwann mal ein Signal gesendet werden. Im Moment werden nur bellizistische Signale gesendet, nicht ansatzweise irgendwelche Friedensverhandlungen in Sicht. Und die Sanktionen werden auch nicht aufhören. Na gut, und wenn die andere Seite dann auch weiter eskaliert, dann sehe ich da schwarz, dass die Preise irgendwo runtergehen. LNG wird es nicht richten, Flüssiggas, wir haben nicht genug, dieses Jahr sowieso nicht. Heute kam die Meldung, dass der Hamburger Hafen, den uns Herr Habeck als neues Terminal für LNG
angekündigt hat, geplatzt ist. Es geht aus verschiedenen Gründen nicht, es wird also nicht kommen. Gut, das ist nur einer von vier, aber wir haben ohnehin schon zu wenig. Herr Böhringer, eine abschließende Frage. Wenn Sie einen Bürger überzeugen müssten, morgen hier zu dieser Demo vor dem Reichstagsgebäude zu kommen, was würden Sie ihm direkt sagen? Denken Sie voraus, denken Sie, agieren Sie nicht erst, wenn es zu spät ist. Ja. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, noch zu motivieren. Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, die Leute werden kommen, weil sie eingeleitet haben mit, wir rufen auf, wir wollen die Leute auf die Straße bringen. Das ist der Effekt. Natürlich wollen wir das. Aber ich glaube, die Menschen wollen selbst auf die Straße. Und deshalb kann ich nur dazu aufrufen, folgen Sie an der Stelle Ihrer Intuition, denn sie ist gleichzeitig auch rational. Und es ist ja immer gut, wenn Emotion und Rationalität zusammenkommen. Ich sage immer, mit mehr Emotionalität dann auf der Straße die Rationalität in die Parlamente tragen. Denn am Ende müssen wir es als AfD im Parlament dann umsetzen. Aber den Auftrag brauchen wir von Ihnen. Herr Böhringer, wir danken Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Herr Wendel, Frau Schröder. Danke sehr.